habe dieses bedingungslose Grundeinkommen quasi unter der Bedingung bekommen, dass ich dafür nichts tue, weil ich es muss, sondern mich wirklich darauf konzentriere, im jeweiligen Moment mir die Frage zu stellen, was will ich gerade, wo habe ich Bock drauf, was würde ich tun, wenn ich gerade nichts muss. Und ich habe seit vier, fünf Tagen habe ich das jetzt. Und ich muss sagen, mein Leben ändert sich gerade maßgeblich. Ich bekomme Zugriff zu ganz anderen Gedankengängen. Ich bekomme Zugriff zu dem praktisch umgesetzten Gefühl, wie es sich anfühlt, tatsächlich zu leben wie im Urlaub. Nichts zu müssen, gar nichts. Und erst recht nichts zu dürfen, wo ich keinen Bock drauf habe. Das ist eine total, also die Situation, da habe ich da, ne, hab da schon lange in der Theorie von gesprochen, wirst du noch alle nicht kennen. Jetzt habe ich halt eben seit ein paar Tagen die Möglichkeit, das praktisch zu erleben. Und ich habe dieses bedingungslose Grundeinkommen, habe ich mir quasi ermöglicht durch ein bedingungsloses Steuersystem. Ich zahle meine Steuern einfach nicht mehr unter der Bedingung, dass es in Geld sein muss und unter der Bedingung, dass ich das ans Finanzamt zahlen muss, sondern ich zahle meine Steuern durch alles, was ich geben kann, meinem P2P-Umfeld. Das ist quasi die Wirtschaft, in der ich mich bewege, in der alles quasi, was man nicht mehr braucht, frei zur Verfügung stellt und so quasi frei an alles rankommen kann. Sogar halt eben gerade im Moment jetzt an, das war eine Summe von 2000 Euro, die ich so bekomme, so hier, jetzt brauchst du nicht mehr zu tätowieren und Sprit und bla bla, du brauchst jetzt gar nichts mehr zu machen. Du kümmerst dich jetzt um das, was für dich das Wesentliche ist. Und ich habe, ja, ich bin ja schon ein bisschen in der Materie drin, brauchte nicht lange zu überlegen, bis mir klar wurde, was das ist, was mich am meisten interessiert. Gerade das ist quasi das, was mich mein ganzes Leben schon am meisten interessiert hat. Und offensichtlich so ziemlich jeden, den ich kenne, auch. Zumindest haben wir alle bisher immer nur irgendetwas getan, um unsere Ist-Situation zu verbessern. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand, was, selbst die größten Masochisten nicht, irgendwas getan haben, womit sie ihre Ist-Situation bewusst verschlechtern. Das heißt, wir tun grundsätzlich immer alles, was wir tun, für unseren Frieden, für die Ruhe und die Liebe in uns. So, jetzt bin ich offiziell seit ein paar Tagen, offiziell bin ich IHR-Botschafter für Liebe, Ruhe und Frieden. IHR ist das intergalaktische Hilfs- und Rettungskommando. Auf der Erde. So, ich bin halt einer von immer mehr, mittlerweile sich halt auch eben outen und sagen, ja, ich bin ein Außerirdischer, ich bin nicht von dieser Welt, ich bin nicht auf der Erde, mein Leben ist nicht auf der Erde entstanden, auch wenn ich das ganz lange so gesehen habe. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mal in irgendeiner Inkarnation gelebt habe, wo ich wirklich steif und fest auch behauptet habe, dass die Erde eine Scheibe ist. Und das hat sich irgendwie dann, ja, und zumindest halt eben dahinter gekommen, dass tatsächlich alles, was ich erlebe, meine Wahrnehmung ist, die nichts weiter ist als ein Konstrukt meiner Überzeugungsmuster. Dessen, was ich glaube. Die meisten Leute meinen, sie könnten nur glauben, was sie sehen. Und ich sage, nee, ihr könnt nur sehen, was ihr glaubt. Was ihr eurem Verstand erlaubt, für möglich zu halten und das, was ihr da gerade anguckt, sein zu lassen. Und das ist halt eben so, wo ich gerade eben mitbekomme, na, gestern, ich wurde gefragt, weil 12.12.12, ne, der einzige Post, den ich gestern im Facebook geschrieben habe, war, dass mein Hund 5 Jahre geworden ist. Aber ich wurde heute gefragt, so, weil ich hatte halt von anderen viel mitbekommen, wir machen im Moment immer die 20 Uhr Meditationen und im Moment wird überhaupt viel mehr meditiert. So. Und die Frage war, habt ihr denn gestern irgendwas mitbekommen, so energetisch? Und so, ja, ich habe da 4 Stunden mit Pausen, aber 4 Stunden meditiert, aber irgendwie weiß nicht so. Und dann, als ich das gelesen habe, so, das war ein WhatsApp, das war noch nicht mal ein Facebook, habe ich geschrieben, so, ja, also ich saß gestern irgendwann auf dem Klo und habe innerhalb von 20 Sekunden eine Erkenntnis gehabt, die mein Leben seitdem verändert hat. Noch viel ruhiger. Noch viel ruhiger, weil ich gesehen habe, Alter, du tust doch die ganze Zeit schon alles, was notwendig ist.
Du tust, lehn dich mal zurück und machst einfach weiter. Du bist schon mittendrin und lass es weiter geschehen. Und das ist das halt, wo ich dann halt, wo mir klar wurde, ja, ich mache alles, wie jeder andere auch, permanent, nur halt nicht bewusst. Und das mit sehr eingeschränktem Horizont und sehr viel falscher Information. Alles, was wir tun, für Liebe, Frieden und Ruhe. Liebe, Frieden und Ruhe. Quasi in uns, aber dadurch für den Weltfrieden. Das ist immer ein Teil dieser Welt. Und verbunden mit allem. Aber dieses eine 7-Milliardenstel, das können wir kontrollieren. Und zwar, genau. Und dann saß ich im Klo und mir kam diese Frage, die mich seit Jahren verfolgt, welche Leute mir erzählen, ja, was können wir denn tun? Und ich muss mich mal fragen, ja, was können wir denn für den Weltfrieden tun? So, ich bin nur ein kleines Licht, was kann ich für den Weltfrieden? Die Welt da draußen richtet sich nach dem, was hier drin passiert. Immer. Ich kann die Welt nur so wahrnehmen, wie ich sie deute. Das heißt, egal was die Welt ist, sie ist meine Interpretation. Aus meiner Sicht. Mhm. Ja, und deshalb wurde mir klar, ja, so ziemlich alles, nicht mehr nichts. Es gibt nicht mehr nichts, was man tun kann für den Weltfrieden, sondern quasi, wenn ich mir die Nase putze, dann tue ich das gerade vollständig bewusst, damit es allen besser geht. Dann kann ich auf jeden Fall bei mir schon mal genau das machen. Und das ist was, wo ich gerade irgendwo so mir wünsche, dass ich dieses Geschenk, was ich ja selber bekommen habe, irgendwie weitergeben kann. Also ich brauche keine aufgedrängt zu fühlen oder sonst was, aber wenn das irgendwie nutzen kann, guckt mal, was in eurer Wahrnehmung passiert, wenn ihr ab hier und jetzt das, was ihr tut, ganz bewusst, vielleicht laut ausgesprochen, für den Weltfrieden tut, indem ihr euch bewusst macht, dass ihr alles, was ihr je getan habt, immer schon dafür getan habt, dass es euch gut geht. So, ne, da hat man euch erzählt, dass Kriege gut für den Frieden sind und Bomben und so, ne, und der ganze Quatsch. So. Das ist alles, merkt man dann relativ schnell, das ist dem Frieden nicht mehr, weil ich fühle mich wirklich besser dadurch, wenn ich solche Sachen tue, unter denen andere Leute leiden. Und da sind wir eigentlich bei meinem Gesetz, was ich, also ich lebe seit Jahren nach einem einzigen Gesetz, mehr brauche ich nicht, richte keinen Schaden an, dann kannst du tun, was du willst, weil es kein Kläger gibt. Wenn es kein Kläger gibt, dann lassen mich die Leute in Ruhe. Ich kann machen, was ich will. Ich muss nur darauf achten, dass ich nicht die Freiheit eines anderen einschränke. Und da sind die Grenzen meiner Freiheit. Weil wenn ich die Freiheit eines anderen, der ja auch mit mir verbunden ist, einschränke, dann schränke ich automatisch meine eigene Freiheit ein. Und kann schon wieder nicht Ruhe, Liebe und Frieden genießen. Und es ist so einfach. Und wir haben 10 Tage bis zum 21.12. Und ich merke gerade, was da für eine Energie so, ne, ich bin ja nicht der Einzige, der diese Sachen, das passiert ja nicht nur in meinem Kopf, ich gebe ja auch nur wieder, was ich selber so durch die ganze Vernetzung, also ich, ne, du sagst auch, ich bin im Bus unterwegs, ich lebe in meinem Wohnmobil, ne, tolle Herausforderung, dieses Jahr damit zu überwintern, aber gibt mir halt die Möglichkeit, überall an die Leute, zu den Leuten zu fahren, die ich aus dem Facebook kenne, zum Beispiel Timo, ich würde nicht hier sitzen, wenn ich Timo nicht im Facebook kennengelernt hätte. Und ja, die alle persönlich mal treffen, kennenlernen und mich vor allen Dingen inspirieren lassen. Die ganze Zeit, weil in jedem Einzelnen, den ich gerade angucken kann, sehe ich halt inzwischen wirklich mich. Ich habe den Spiegel wieder glasklar vor Augen. So, das ist auch was, das kommt dann irgendwann dazu, dass man immer merkt, nicht der Letzte, den ich für irgendwas verantwortlich machen kann, weil der Teufel fällt auch schon raus, bin ich. Kann nichts verändern. Ja, wenn man das einmal akzeptiert, dass man selber der Gott seines eigenen Universums ist und sich mal darauf einlässt und sagt, okay, sehen wir es mal einfach kurz so. Wie sieht das denn aus? Ja, ich bin. Und mir ist noch was aufgefallen auf diesem Weg, ein Direct Link quasi zu unserem höheren Bewusstsein und wie wir es in Aktion sehen können, in unseren Taten. Kannst du sie erkennen, als es hinein. Was macht denn dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein, dein höheres Selbst, deine Seele? Es steuert dich. Wo merken wir in unserem Leben, wo definitiv was gesteuert ist? Permanent unsere Augen. Wir überlegen uns ja nicht vorher kontrolliert, wo wir hingucken. Folglich ist da etwas in uns, was die Augen steuert. Und wenn ich anfange zu beobachten, wohin meine Augen gesteuert werden, was ich alles angucke und dann meine Reaktion vielleicht auch noch beobachte,
dann bin ich im Beobachtungsmodus, dann bin ich im Bewusstsein dessen, was geschehen ist. Und dann habe ich wieder einen Zugang auch zu diesem Wir-Gefühl, dass ich nicht mehr eine einzelne Zelle bin, die gegen den Rest der Welt steht, sondern ein Teil eines Organismus bin, der mitversorgt ist, der auch nichts weiteres machen muss, als den Organismus weiter mitzuversorgen, damit er versorgt bleibt. Das ist mein P2P-Umfeld, das kann man auf allen möglichen Fraktalen immer wieder finden. Und das ist letztendlich auch diese Erde, wo ich ein Teil der Biosphäre von bin, wie wir angefangen haben, auch. Und wenn wir halt eben die Biosphäre kaputt machen, haben wir uns kaputt. Dann kann ich die Biosphäre irgendwie kaputt machen, weil wir würden uns damit nicht selber ins Fleisch schneiden. Aber auch im Prinzip, was ich auch weiterhin. Ich bin einfach nur da, um die Erde zu heilen. Das ist, seit ich so denke und. Oder was heißt, seit ich so fühle, nicht so denke. Wie es auch nicht geht finden. Alles von alleine. Also mehr oder weniger. Also die Dinge, mit denen ich immer Probleme hatte, die sind einfach nicht mehr da. Ja, einfach verschwunden. Ja, wenn du dann mit dem Problem auch nicht mehr in Resonanz gehst, dann löst es sich automatisch für dich. Ein Problem entsteht auch immer nur durch ein Tabu. Ja. Und wenn ich das Tabu in der Lage bin, einfach mal links liegen zu lassen, da drüber zu steigen, so ich bin viel mit Bildern, ne? Ich sehe dieses Yin und Yang und diese S-Linie dazwischen, ist ein bisschen, sehe ich halt die weiße und die schwarze Seite, die sich jeweils im Extrem durch den Kern des anderen bedingen. Ja, und dann steht man quasi auf einer der Seiten und kann über die Mauer, die sich durch die Tabus aufbaut, nicht auf die andere Seite. Man hat keinen Zugang zur anderen Seite. Als Punk ist es ja schon fast verboten, sich mit einem Nazi einfach mal zusammenzusetzen, ein Tütchen zu bauen und sagen, was ist hier eigentlich? Bevor ich das verurteile, wie ich das die ganze Zeit gemacht habe, wie siehst du das denn? Was macht dich denn eigentlich aus, so du Nazi? Ja, ich habe das bei mir im Tattoo-Studio halt oft, ich habe das gemerkt, ich habe mich nicht mehr dazwischen gestellt. Ich habe die Menschen halt, ich sehe auch keine Polizisten, wenn sie vor mir stehen, ich sehe die Menschen, die haben zwar Polizeiuniformen an, das ist mir aber egal, ich sehe keine Autorität vor mir, kann ich die Autorität in meinem Leben bin. Kann ich auch ein lustiges Beispiel sagen, Kumpels von mir, der eine ist halt Türke, der andere ist so ein langhaariger Mettler irgendwie und die Freundin von dem einen ist irgendwie so Punkerin. Wir sind dann zu dritt da irgendwo langgelaufen, dann kamen da irgendwelche Russen und so bla und blöde Nazis und hier wollen wir euch aufs Maul hauen irgendwie. Die fangen an zu lachen, drehen sich um, wir Nazis irgendwie so, hallo, er ist Türke, ich bin hier Mettler und die Punk irgendwie bla und dann kamen dann wirklich noch zwei andere Türken halt vorbei, die sie auch kannten und so, ey Leute, habt ihr Stress, wollen wir den aufs Mauer und irgendwie und dann waren die Russen so total, oh mein Gott, was ist denn hier los irgendwie. Die Russen helfen den Nazis irgendwie, also weil sie einfach nur irgendwie... Ja, keine Ahnung, die drehen hier irgendwie alle ein bisschen ab, die fangen auch Schlägereien an in Kneipen, wo schon seit Jahren keine Schlägereien mehr waren irgendwie. Aber da siehst du, wie die Wahrnehmung unterschiedlichst sein kann, ne? Weil sonst sind ja eigentlich alle so Friede, Freude mit jedem irgendwie und... Ja. Ein Wort zu den Nazis noch. Ich habe einen Kollegen, der sagt, das sind die einzigen, die die geschichtlichen Wahrheiten kennen. Oder viele geschichtliche Wahrheiten. Zumindest einen leichteren Zugang dazu haben, ne? Ich habe mich auch in einem anderen Schatz geschafft. Ich bin bei vielen Nazis, weil ich wirklich recht hatte mit vielen Sachen. Ja. Was ich auch ausgefunden habe, was aber natürlich nicht... trotzdem ist eine Ideologie, die natürlich schwach ist. Richtig. Also so 80%, was du sagst, das mache ich schon seit 25 Jahren. Ich weiß, das waren so viele. Der nächste Punkt ist halt, wir manipulieren unsere eigene Matrix negativ und keiner merkt es wirklich. Ja, genau. Das wird uns gerade sehr viel bewusster, dass wir es tun, wie wir es tun. Wenn wir sehen, wie wir es machen, wurde uns auf einmal schlagartig klar, dass wir es immer schon in Perfektion getan haben, eben nur unbewusst. Und so langsam kann man dann anfangen, irgendwie so mit Kleinigkeiten, wo man dann aber, wenn man es eine Weile macht, merkt, ja, okay, alles klar, jetzt weiß ich, haben will, sind das Angewohnheiten und die meisten halten quasi fremdprogrammiert. Aber es gibt keine Fremdsteuerung, die ich nicht zulasse. Das heißt, ich muss ja jemandem erstmal folgen, damit er mich, ja? Also es gibt, da wo alles eins ist, gibt es keine Fremdsteuerung mehr. Da gibt es auch keine Gegner mehr. Ja. Ne, da sehe ich Gegner, aber identifiziere mich mit keiner Seite mehr. Sehe das Ganze also ganzheitlich, den Schwachsinn darin auch.
Aber das ist auch wieder nur eine Wertung, aber für mich ist es dann halt nichts. Warum soll ich mich da in so gegeneinander bewegen, wenn ich das halt auch sein lassen kann? Ja, das war mir früher sehr ungewohnt, das sagen lassen zu können. Das sein lassen zu können bedeutet, keine eigene Meinung zum Thema zu haben. Ja. Ja, und im Land von Bild dir deine Meinung, ist das relativ schwer, mal einfach seine Meinung mal recht sein zu lassen, dann braucht man es nämlich auch, dann geht man nicht in Resonanz, dann vertritt man auch keine Worte, kann sie ja aufdrücken oder so. Kannst du das noch eine Geschichte zu dem Frieden? Dankeschön, ich wollte das einfach mal ja, zu dem Frieden-Thema, da haben wir jetzt eine Transmission aufgenommen in den letzten Tagen, die ab morgen online ist. Also